Und wir haben gewusst, in dieser Woche oder zwei Wochen vor dem Termin ist sie weg. Aber schon vor dem Termin, also kein Problem. Und wir haben dort gerade so im Bündner Oberland gewohnt, herzige Wohnung, alles vorbereitet gewesen. Und dann ist der Termin nachgerückt, es war alles gut gewesen. Und dann in dieser Woche, wo sie weg war, am Abend, bin ich daheim gewesen, hatten wir einen gemütlichen Abend gehabt. Dann sagt die Partnerin, sie hat so weh, es ginge los. Und wir haben gerade im Spital angerufen, das Elend, und gefragt, ja, was wir sollen machen. Und ich dachte, ja, ja, nehmen Sie mal ein Bad, nehmen Sie sich Zeit, das ginge noch lang. Und so, wenn es dann wirklich losginge, dann sollen wir gehen. Oder einfach mal entspannt bleiben, gut schnaufen. Gut, haben wir gemacht. Sie hat das Bad genommen, sich Zeit genommen, entspannt. Und dann irgendwann kommt aus der Badwanne raus und sagt, Scheiße, es geht los. Und dann ist auch gerade schon die Fruchtblase geplatzt. Und dann haben wir zum Glück gerade ein Auto gehabt, dort. Dann sind wir auf ins Auto eingestiegen und losgefahren. Und dann waren sie 5 Minuten in dem Auto drin. Und dann hat sie gesagt, ja, ich soll anhalten, ein Kind käme. Und dann wirklich habe ich versucht, es war Nacht dann. Bin ich so an den Rand gefahren, einfach ab der Straße. Und einfach ausparkiert und dann ein Licht gesucht im Auto, dass ich etwas gesehen, das Licht eingestellt, übrig zur Beifahrtür, die Tür geöffnet. Und dann war das Kind schon da gewesen. Also, ich es wirklich gerade noch versuchen zu heben. Habe ich aber nicht geschafft. Es war so rutschig. Es ist wirklich auf die Fussmatte runtergefallen. Aber es ist ihm nichts passiert. Und dann habe ich es einfach genommen, hier auf den Bauch gelegt und zugedeckt. Und dann sind wir noch ins Spital gefahren. Und dann dort die Nachuntersuchung machen und zum Morgen gegessen und wieder heimgegangen. Das war so die ganze Geschichte.